Wer möchte schwurbeln hier? Ich bin ein Dude, oder? Ich habe mit 9 Jahren das erste Mal aus 3 Reise gehabt. Erzähl mal ein bisschen davon. Es fängt an mit mieser Matrix, mein Bester. Also Aliens, meiner Meinung nach, Bruder, Motherfuckers, das sind heftige Bras, Bruder. Ich schwöre es dir, ich sehe 3 schwebende Objekte, die erst in einer Linie waren, dann zu einem Dreieck. Ich habe bei Polizei versucht anzurufen, ging nix. Dann bei Feuerwehr, ich habe gesagt... Bei Feuerwehr hast du angerufen? Ja, als kleines Kind. Ich würde es keinem glauben auf dieser Welt, wenn es mir nicht selbst passiert wäre. So einer bin ich. Mein ganzer Körper kribbelt, Bruder. Diese Wesen haben zu mir gesagt, du musst mit uns kommen. Ein Portal geöffnet, was aber aus Äther bestand. Also es war einfach so ein Lichtportal, sag ich mal, was sich so gedreht hat. Bruder, du kannst dir nicht vorstellen, wie schön das gerade ist, aber auch zu erzählen, auch wenn ich zitter. Ich küsse dein Herz dafür. Bruder, ich bin da. Und Bro, du verarsch mich doch, Digga. Ich schwör auf deine Mutter, dass du mich nicht verarschst. Ich schwör, Bruder, Leon, der Mond ist nicht das, was du denkst, mein Bruder. Oh, shit. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Wer ist hier, Digga? Wer ist hier? Wer möchte schwurbeln hier? Sagt mir mal Bescheid auch im Chat dann, wie ihr heißt. Ah, da sind jetzt paar. Okay, Casey. Warte, muss mal gucken, ob ich die überhaupt höre. Hallo? Hallo? Boah, was geht, mein Bester? Schön, dich zu hören. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wie geht's dir? Alles gut? Hörst du mich gut? Warte, jetzt red noch mal ganz kurz. Ja, warte, ich mach mal Stream. Nein, so stabil, so stabil. Ich höre dich gut. Ja, gut. Ich freue mich, dabei zu sein, endlich mal mitzuschwurbeln. Dabei ist alles, Bruder, Alter. Wie ist dein Name? Ich heiße Kerim Can, deswegen auch Casey. Casey. Also, Kerim. Ja, Mann, also ich habe den Namen sogar vor dem Rapper, um genau zu sein. Ich wurde so als Dreijähriger schon genannt. Real Talk, Digga. Echt, ja? Das glaubt mir keiner. Ich glaub dir, Bro. Das ist das Ding. Habibi, du warst der Erste. Du kommst aus der Love Gang, ich glaub dir. Ich bin denn. Ich küsst dein Herz. Was geht, Bruder? Also, wie geht's? Alles gut? Bruder, ich erzähl mal ein bisschen von mir, dass du ein bisschen ein Bild hast und auch der Chat natürlich. Ja, erzähl mal kurz. Wie alt bist du? Ich bin 22, mein Bra. 22. Wo kommst du her? Aus welcher Stadt? Ich komme aus Crackfield, Krefeld, so eine Nebenstadt davon, aber ich bin Krefeld aufgewachsen. Okay, nice. Nice, nice, nice. Und ich bin ein Dude, Bruder. Ich habe mit 9 Jahren das erste Mal aus 3 Reise gehabt und solche andere Sachen, Bruder. Ich habe eigentlich so viel mit dir zu reden, mein Bra. Ich bin mir sicher, wir werden viele Themen finden. Nicht nur über mich, auch worüber wir schwurbeln können. Bruder, ich habe voila viel zu erzählen. Du kennst doch bestimmt, Göttchen, hast von dir bestimmt viel gehört, ne? Ja, nicht viel, ne? Ich habe die einmal gesehen beim Talk mit Migo. Ach so, ja, Bruder. Aber warte mal ganz kurz, kann ich da mal kurz zwischenhaken, noch mal ganz kurz? Du hast ja, mein Bester, klar. Du bist geil, Digga. Du hast mit 9 Jahren das erste Mal eine Astralreise gehabt? Ja, mein Bruder. Inwiefern? Erzähl mal ein bisschen davon. Boah, Bruder, ich sag dir ehrlich, es geht. Es fängt an mit mieser Matrix, mein Bester. Bruder, ich sag ja, wir würden uns über verstehen, Bruder. Guck mal, du musst dir so vorstellen, ich hab schon so mit 5, 6 so nah durch den Fernseher gesippt und hab so geguckt, was gibt's da so, was kann man da gucken, ne? Mhm. Und dann habe ich mal irgendwie so schwarze Löcher, Weltraum, das, dies, alles gesehen. Yeah. Und ich hab mir so vorgestellt, wie intelligent so Aliens sein müssten. Und als Bewusstsein, damals als Kind, habe ich nicht so wirklich Menschen genommen. Als Kind, du hast ja nicht mal wirklich so Bezug zu Geld, was das überhaupt alles bedeutet, dieses ganze System und so. Mhm. Und ich habe dann mal so 2, 3 Jahre drüber nachgedacht. Mhm. Und ich bin so 9 und ich dachte mir so, oder die müssen doch eigentlich Technologie haben, die könnten jederzeit vor dir spawnen, obwohl du in einem geschlossenen Raum bist, im übelsten Bunker. Und sonstige andere Sachen machen. Und ich denke mir so, warum machen die das nicht? Und Bruder, pass auf. Warte, mit 9 hast du dir über sowas Gedanken gemacht? Bruder, ja, Oxymbilla sogar, so war ich hier sitze, Bruder. Jeder, der mich kennt, denkt, ich bin ein dummer, verrückter Bra, Bruder. Bin ich auch ein bisschen, aber es steckt hinter mir, Bruder, nicht jemand, der so wurbelt und nur Scheiße labert, sondern jemand, der erlebt hat. Aber wie... Kurze Frage noch, wie bist du mit 9 Jahren, also
durchs Fernsehen oder was? Du hast dir so Fernsehen reingezogen, hast so schwarze genau, Löcher da gesehen und so. Ja, und durchs Fernsehen. Ich hatte kein Handy, kein gar nichts. Ich habe nur Fernsehen geguckt. Also mit 9 Jahren hatte ich noch kein Handy, aber mit, ich glaube, 10, 11 oder so. Ja. Yeah. Und auf jeden Fall, ich weiß noch, Bruder, ich sag dir ehrlich, Bruder, das hat auch mit einem Trauma irgendwie so mit einem Zusammenhang. Aber ist ein gutes Trauma. Im Nachhinein all die Jahre, ich kann sagen, mit Herz habe ich das geschluckt. Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Ich habe schon so paranoiden Wahn als Kind schon wirklich bekommen, Bruder. So wie jemand, der so Aluhut jetzt aufmachen will und Dreifachschicht machen will. Bruder, ich habe in den Himmel geguckt und dachte mir auch so, warum sind nicht die ganzen Himmel voll mit irgendwelchen Aliens? Da denke ich mir so, die haben Strahlen, also so Radiogeräte, womit die, also wir Menschen, die empfangen können. Dann habe ich mich so beruhigt, weil wir sind ja schon so eine fortgeschrittene Blablabla. Meine Mutter beruhigt mich dann auch so. Und dann gehe ich wieder in mein Zimmer und denke so, nein, nein, die labert scheiße. Meine Mutter versteht mich nicht. Die hat keine Ahnung. Die weiß nicht, wie intelligent die Bras sein könnten. Also Aliens, meiner Meinung nach, Bruder, Motherfuckers, das sind heftige Bras, Bruder. Auf jeden Fall bin ich in mein Zimmer zurückgegangen und ich habe so in den Himmel geguckt. Yeah. Ich habe so wieder in den Himmel geguckt. Yeah. Und ich schwöre es dir, ich sehe 3 schwebende Objekte, die erst in einer Linie waren, dann zu einem Dreieck, die bewegen sich so und eins macht so ein helles Licht, dann das andere. Krass. Und als wenn die so irgendwie so ist. Da war ich 9, als das geschehen ist. So. Aber wie gesagt, angefangen damit habe ich so mit 5, 6, so wo ich. Du warst 9, als du es gesehen hast. So. Dieses, ja, diese UFO-Sache. Ja, und jetzt kommt. Ja, Mann, und jetzt kommt dieser übelste Traum, Bruder. Diese übelste Astralreise. Warte kurz, lass uns Step by Step reingehen. Wir müssen ein bisschen Struktur haben in dem Talk gerade. Du hast mit 9 Jahren diese UFOs gesehen im Himmel, quasi, ne? Ja, Mann. Also diese Objekte einfach und oben. Und dann, ja. Was hast du mit dieser Info, also was hast du da gemacht? Was hast du mit dieser Info gemacht? Bist du zu irgendjemandem gegangen? Ich habe übelst den Paranoia-Trip geschoben. Ich bin zum Haustelefon gegangen. Ich habe bei Polizei versucht anzurufen, ging nix. Dann bei Feuerwehr. Ich habe gesagt. Bei Feuerwehr hast du angerufen? Ja, als kleines Kind, du bist hilflos, du hast keine Ahnung, deine Mutter. Krass. Ja, ich schwöre auf alles als Kind. Ich habe gedacht, meine Mutter nimmt mich nicht ernst, Digga. Keiner nimmt mich hier für voll, Alter. Alle denken, ich laber scheiße. Ich mach jetzt selber, ich werd aktiv. Oder, und ich rufe da an. Und der Typ, ne? Ja, hallo, was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade in den Himmel geguckt. Ich will Sie echt nicht verarschen, auch wenn das perfekt so klingt. Ich meine, mit meiner Stimme und so. Ich bin jung und man denkt, ein junger Typ macht das und verarscht Leute. Aber ich schwöre es Ihnen, ich habe gerade ein UFO gesehen, 3 Stück sogar. Und ich habe dem das so geschildert. Und ich zitter gerade jetzt schon wieder auch nochmal, Bruder, weil ich das so geil finde zu erzählen, Digga. Krass. Und ich erlebe es ja einfach nochmal, Bruder. Und du musst dir vorstellen, Bruder, und in genau der Nacht habe ich eine Astralreise gehabt. Aber hast du genau zufällig gemacht, die Astralreise, oder hast du das geplant gehabt, sowas zu machen? Ich glaube eher, das ist so gewollt von Gott, von dem, was passiert ist, von dem Wesen, den ich jetzt erzähle, mein Bra. Okay, erzähl. Also, Bruder, es klingt wirklich, ich würde es keinem glauben auf dieser Welt, wenn es mir nicht selbst passiert wäre, so einer bin ich. Ja. Yeah. Und ich bin so einfach als Geist so in meinem Zimmer. Und aus dem Nix sind da so 2 Wesen, die so aussehen wie... Warte mal kurz, ich habe mir diese Dings reingezogen, diesen Prozess, wie man Astralreisen macht. Bist du dann aus deinem Körper, hast du dich selber liegen sehen und solche Sachen auch, oder? Guck mal, guck mal, ich muss ganz ehrlich sein, ich muss aber nochmal ausholen, wie ich so auf mein Unterbewusstsein gekommen bin. Weil als Kind, ich habe mich schon auch ein bisschen Bewusstsein so beschäftigt, wenn irgendwelche Psychologie-Sachen oder so im Fernsehen liefen. Und oh, wie kannst du dich? Ich habe gemerkt, dass unser Unterbewusstsein halt übelst heftig ist. Und ich habe mir auch gedacht, so, warum gehen wir nachts abends in unser Bett und warten darauf, dass wir bewusstlos werden? Mhm. Und warum kann ich da nicht, selbst wenn ich bewusstlos bin,
auf mein Bewusstsein und so zugreifen. Generell habe ich als Kind schon zu meiner Mutter so komische Fragen gefragt. Krasser Typ, Bro. Und auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass im Schlaf eigentlich alle Antworten gefunden werden, weil du halt einen Zugang hast, der durch Raum und Zeit geht. Du kannst quasi mit dir selber reden und was weiß ich, was alles machen. Und Easy, Bro. als Kind habe ich mich einfach darauf konzentriert, wenn ich schlafen gehe, dass ich immer wieder zu mir sage, du bist jetzt gleich am Schlafen, du bist jetzt gleich am Schlafen. Und da habe ich die ersten paar Male so es geschafft, überhaupt so ein Traumbewusstsein so zu erlangen. Da habe ich ganz normal, Bruder, mein allererster Traum, kann ich mich noch erinnern. Ich war nachts im Museum, auf einmal wurde alles lebendig halt und mehr weiß ich nicht, Bruder. Das Und ich glaube, luzides mein Träumen Crush, dann, glaube ne? ich, Also stand noch du da. hast quasi deine Träume versucht zu steuern. Also du hast versucht, dein Bewusstsein Ja, irgendwie beizubehalten, genau. so, Und ne? ich schwöre es dir, so wahr ich hier sitze, ich war 9 Jahre alt, ich hatte, Bruder, nichts, was mir hätte das geben können, außer halt mein Unterbewusstsein, was mein Bewusstsein überhaupt dazu gelenkt hat, diese Handlungen auszuführen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und okay, sorry, ich habe dich unterbrochen gehabt. Du hast gerade die Astralreise erklärt. Du warst in deinem Ich Zimmer. wollte das nur erklärt Ja, haben, warum ist man sich geil. fragt, warum so ein kleiner Junge Nee, nee, ist gut. auf Astralreisen Ich kommt. find's halt crazy. Ich find's halt krass, weil ich heutzutage, Oder also ich habe dann irgendwann viel später, also nicht mal in deinem Alter jetzt, du bist jetzt 22, habe ich über sowas ansatzweise nachgedacht, um ehrlich zu sein. Nicht mehr. ich komme straight aus der Matrix, so ist es, mein Braun. Jetzt pass auf, Bruder. Guck mal, es wird noch viel. Ich Es küsse dein Herz, wird du noch bist crazier, sympathisch. Bruder. Erzähl, erzähl, Auf jeden erzähl. Fall, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Auf jeden Fall, ich bin auf einmal in meinem Zimmer als Geistkörper und ich habe so ein Doppelzimmer bekommen, wo mein Bruder nach unten ein Zimmer bekommen hat. Yeah. Es war recht chillig für mich und hab so rüber geguckt und auf einmal stehen da zwei Wesen so. Du kennst doch von Star Wars aus dem zweiten Teil, glaube ich, wo man die Wesen sieht, die eine Klonarmee schaffen. Die haben auch so Köpfe wie wir, blasse Haut, aber lange Körper und so Boah, ich bin da gar nicht langgezogen. im Thema irgendwie in diesem ganzen Star Trek, was hast du gesagt? Star Wars und so. Da bin ich gar Star nicht drin. Wars. Es gibt aber auch bei Simpsons eine Folge, da ist ein schwarzes Loch und Homer füttert das so mit Müll Ja, 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 und ja, ja. dann Und dann saugt das schwarze Loch so die ganze Hut jeder auf muss und so, das ne? tun, was er amazing Dieses, findet. ja, und genau, diese, dann ist ja so ein Alien, was am Ende der Folge neben denen erscheint und quasi so ähnlich sehen die aus, aber Ja. halt als Simpsons-Zeichnung, ne? Ja. Und ich, Bruder, ich schwöre es dir, so wahr ich hier sitze, mein ganzer Körper kribbelt, Bruder. Diese Wesen haben zu mir gesagt, du musst mit uns kommen. Und ich habe gesagt, warum denn? Wohin denn? Und die haben gesagt, so, kann ich dir nicht sagen, du musst mitkommen. Wir brauchen dich. Du musst irgendwann eh mit uns kommen. Dicker. Und ich Aber schwöre warte mal, es dir, kann es nicht sein, dass du einfach geträumt hast? Bruder, du kannst mir sagen, was du willst. Ich habe in meinem Leben bisher weitaus über 2000, 3000 Träume gehabt. Und ich kann das sehr gut unterscheiden mittlerweile, was einfach nur ein verschwommener Traum aus meinem tiefsten, unterbewussten, kreativen ist oder so. Und was auch wirklich aus meinem Geist ist. Und das ist 100% aus meinem Geist entstanden. Bruder, ich zitter gerade so hart, Warte mal ne? kurz, bist du da mitgegangen oder was? Hör zu, hör zu. Auf einmal, also es kam mir vor, als wenn einer männlich und einer weiblich wäre. Und der männliche, ich habe mit dem Weibchen gesprochen, und der männliche hat ein Portal geöffnet, was aber aus Äther bestand. Also es war einfach so ein Lichtportal, sage ich mal, was sich so gedreht hat. Tschüss. Und Stargate. das war wirklich so 1,20 Meter groß, circa, so Durchmesser. Bruder, du kannst dir nicht vorstellen, wie schön das gerade ist, aber auch zu erzählen, auch wenn ich zitter. Ich küsse dein Herz dafür. Bruder, ich bin da. Und ich habe gesagt so, nein, ich will zu meiner Mama. Und dann habe ich auch wirklich Tränen bekommen. Ich habe gesagt, ich will nicht mit, ich will nicht mit, bitte. Und ich hatte wirklich, als ich die Wesen das erste Mal gesehen hatte, ein wirklich tiefes, tiefes Vertrauen irgendwie zu denen. Als wenn das meine Eltern quasi wären.
Wow. Und ich schwöre es dir, ich habe sogar Träume, ich habe quasi sogar Kontakt mit diesem Weibchen bis heute. Wie jetzt? Ja, mein Bruder. Hängst du mit der ab, oder was? Die hat mir quasi gezeigt, wie Menschen im Himmel Babys machen. What the fuck, Bro? Also das Ding ist, die Handlung, wie die das machen, ist deutlich unsexueller, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Warte mal jetzt ganz kurz. Ich will den Faden nicht verlieren, weißt du? Du hast jetzt eine erste Astralreise gemacht als Neunjähriger. Und in dieser Astralreise kam dann ein Mädel und ein Junge und ein Mädel so, oder ein Mann und eine Frau. Und die haben dir gesagt, du musst jetzt mitkommen. Ja, aber die hatten keine Haare. Die haben keine Haare. Ja, so mäßig, mein Bruder. Und warte, lass mich kurz das nachvollziehen. Alles gut. Dann waren die da, die haben gesagt, du musst jetzt mitkommen. Dann hat sich so ein Portal geöffnet, Lichtportal. Hat sich so gedreht mäßig, ja. Stargate-mäßig. Ja. Und dann bist du mit, oder du wolltest nicht mitgehen, du hast nach deiner Mama gerufen, dies, das, aber hast trotzdem zu diesen Jungs innen hast du ein gewisses Vertrauen gehabt, mäßig. Und bist dann mitgegangen. So unterbewusst, ja. Ich bin nicht mitgegangen, nee. Der Traum hat dann einfach geendet. Also ich denke mal, die haben sich dann aus dem Staub gemacht, Alter. Und ich bin dann wieder halt in meinen Körper und musste aufwachen oder so. Boom. Okay, und weiter? Also, du hast jetzt bis heute noch Kontakt mit dem Mädel von denen? Ich habe den letzten Traum mit ihr zum Beispiel gehabt vor so knapp einem Jahr, 8 Monate. Und die war immer wieder in deinen Träumen dabei, oder was? Ab und zu hat sie mir gewisse Dinge beigebracht und so erklärt, dass eigentlich das gesamte Universum aufgebaut ist wie Fraktale so. Aber warte mal, war das jetzt ein Traum oder war das eine Astralreise? Jedes Mal. Also, jedes Mal, Bruder, ist das auf jeden Fall, wenn ich sie sehe, eine echte Begegnung. Also, es ist. Okay, aber ich meine, unser Gehirn unterscheidet ja zum Beispiel nicht zwischen Real Life und was in unserem Kopf abgeht, so, ne? Deswegen, ja. Auch Träume können wie echt rüberkommen. Wie kannst du dir sicher sein, dass du wirklich... Ich habe auch schon echte Träume gehabt, wo ich sicher bin, dass die fake waren. Ah, okay. So ist nicht, aber wenn ich so, ich sag mal, immer wieder die gleichen Umgebenheiten habe, also ich sag mal, in unterschiedlichen Träumen hast du unterschiedliche, ich sag mal, Physik. Manchmal hast du einen Geistkörper, manchmal hast du einen physischen Körper, manchmal so, weißt du, wie ich meine? Bro, das ist, ich sag dir ehrlich, die teilweise Sachen, die du erzählst, klingen für mich mega interessant und da ist auch was dran. So, manchmal denke ich, Digga, trollt der mich jetzt gerade oder verarscht der mich? Erzählt der einfach nur irgendeinen Film so mäßig? Oder hat er diese Sachen würde wirklich... Würde ich bei meinem Leben nicht wagen, dich zu verarschen. Nee, okay, ja, weil das hört sich auch schon real an, wie du das erzählst und auch, dass du sagst, dass du froh bist, dass du mal darüber reden kannst und so dies, das, bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Aber oder es ist halt voll schwer... Schwer so zu greifen für, weißt du, viele Leute hier im Chat, also das spaltet sich jetzt gerade so ein bisschen. Manche Leute sagen, der verarscht uns, manche Leute sagen, krass, ich kann das voll fühlen, ich habe sowas Ähnliches auch schon mal erlebt. Mal, ist ja auch egal. Guck mal, mein Bruder. Jeder muss ja selber guck fühlen. Mal, mein Bruder. Weißt du? Aber ich finde es interessant, dass du dich hier öffnest so mäßig, Digga. Ist krass. Bruder, ich habe sogar so Sachen schon auf TikTok erzählt und auch viel krassere Sachen. Da habe ich das alles auch schon abbekommen. Ja. Ist egal. Ich kann jedem eigentlich so nur ans Herz legen, Bro, befass du dich mit deinem Unterbewusstsein und merk du mal eigentlich, dass unser Unterbewusstsein gar nicht das ist, was du denkst und was das für Möglichkeiten auch mit sich bringt. Was ist ein Unterbewusstsein für dich? Also, ich bin der Meinung, und das steht auch eigentlich in jedem Buch, dass eigentlich alles Bewusstsein, jede Form von Materie, alles, was die Schöpfung beinhaltet, was unsere dreidimensionale Welt anbelangt, aus einem Geist entstanden ist. So, fühle ich. Und ich sag, das ist quasi dein Unterbewusstsein letztendlich. Beziehungsweise dein Bewusstsein. Was ist der Unterschied zwischen dich, zwischen für dich persönlich, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein? Ich sag mal so, du kannst dir das so vorstellen,
stell mal vor, du als Geist, als Klon quasi mit einem anderen Bewusstsein bist die ganze Zeit dein Leben lang mit dir und du guckst aber auch gleichzeitig dir selber zu in mehreren Realitäten, wie du unterschiedliche Entscheidungen triffst, quasi wie in Matrix. Du hast nichts anderes zu tun, als von vorne bis hinten die ganzen Lebensdaten von demjenigen zu studieren und du bist die ganze Zeit neben dem und du kannst demjenigen helfen, indem du dem gewisse Gedanken vorrufst, indem du vielleicht gewisse Sachen in seinem Leben lenkst, indem du generell diese unterbewussten Fähigkeiten, die wir haben, einfach irgendwie aktivierst oder du kannst ja quasi deinen eigenen Beobachter auch mit beeinflussen. Die Zellen, die dich und mich ausmachen, die sind nicht so, wie wir denken. Mit 22, Dicker. Am Anfang dachte ich, du bist reingekommen, hast ein bisschen auf Funny gemacht, ich habe gerade einen gebufft und so, dies, das, bla bla bla. Und ich dachte so, geil, ja, so ein Funny Kenneck, Bruder, ein bisschen quatschen auf entspannt, so. Aber du hast ein paar Sachen gesagt, Dicker, die sind heftig, sag ich dir ehrlich. Und dass du mit 22 schon dir über sowas überhaupt Gedanken machst und schon so früh angefangen hast, dich damit zu befassen, so, ne? Mit Bewusstsein, Unterbewusstsein, Materie, Geist und diese ganzen Sachen so, finde ich krass. Finde ich, Respekt dafür auf jeden Fall. Respekt dafür auf jeden Fall. Dankeschön. Alter. Auch wenn das sich crazy anhört, so. Und die ein oder anderen Sachen, die du erzählt hast, bin ich auch so, oh, Digga, ich weiß nicht und so, aber es ist ja auch, mir ist es immer egal, weil ich bin, wie soll ich jetzt als Typ, ne, jetzt dich beurteilen oder verurteilen oder sagen, der lügt oder der macht so oder der macht so oder der erzählt Scheiße und so. Ich bin nicht in deiner Haut, Bruder, weißt du? Ich will eigentlich nur deine Story hören. Ich will wissen, was du auf dem Herzen hast und was du erzählst, so. Oder und am Ende des Tages, ich bin nicht dafür da, jemanden zu beurteilen oder zu verurteilen oder so, weißt du? Und deswegen, Respekt, dass du dich öffnest, Bruder. Weißt du? Ja. Weißt du, ich denk mir so bei solchen Sachen, wir reden nochmal in 5 oder 10 Jahren, da kann ich einen Chip, so all meine Daten, die ich in meinem Leben gedammelt habe, so in dich einpflanzen, dann fühlst du das alles in einer Sekunde, dann wirst du alles fühlen, mein Bruder, da brauchen wir auch gar nicht mehr reden. Boom. Warte mal kurz, aber wir sind noch in der Story drin. Was hat die Frau dir gezeigt? Du hast ja irgendwas erzählt, dass diese Frau dir irgendwas gezeigt hat, ne? Ja, genau, du hast gesagt, wie also, die Kinder machen oder irgendwas. Wer ist das? Ja, sind genau, das Aliens? Ja, sind genau, das, okay, ich erzähle. Was sind das für Wesen? Guck mal, das ist sogar etwas, das könnt ihr sogar nachgucken, dass andere Menschen das Gleiche erzählen. Es gibt 2 YouTuber, die hatten den gleichen Traum. Ich war quasi in den Traum mit denen drinnen. Deswegen kannst du auch davon ausgehen, dass es auch nicht irgendwie meiner Fantasie entspringt. Yeah. Weil als sie das erzählt haben, ich dachte mir die ganze Zeit, Digga, die beschreiben das so wie in meinen Träumen da. Und als sie gewisse, da dachte ich mir, nein, das kann nicht sein. Auf jeden Fall, der Typ heißt Dirk Säubert und ich glaube, ich weiß den Namen von der Kleinen nicht, tut mir leid, aber müsste ich mal rausgucken. Auf jeden Fall, die erzählen davon, dass sie wie in einem hochmodernen Raum sitzen, wo ein schwebender Hocker ist und wer erzählt ich davon? Selber habe mich in diesen Hocker reingesetzt und dieser Hocker hat die Form von meinem gesamten Rücken, meiner Armlehne und all das angenommen und es war verdächtig gemütlich, Bruder. Und dieser Dirk Säufert, der hat davon auch erzählt, mit wie dieser Dame, wie gesagt. Und dann haben die erzählt, die sind einfach durch einen anderen Raum gegangen und sie waren dann in einer komplett weißen Welt. Quasi wie in Matrix. Du siehst nur weiß überall oben und warte unten. Warte mal, das haben jetzt die erzählt oder hast du das selber erlebt und gesehen? Das habe ich selber erlebt. Ich war in dem Traum mit dabei. Wir alle, guck mal, wir hatten auch Overalls an, die verdächtig. Warte also mal, du warst mit anderen Leuten, die auch. Ja, wir Videos standen machen alle und so, ihr habt den gleichen Traum gehabt, oder was? Um das dir mal kurz bildlich vorzustellen, stell dir vor, wir gehen in einen einfach weißen Raum, alle wie eine, ich sag mal, Armee, weil wir schon so ordentlich in der Reihe gehen und alle so Overalls anhaben, so rote. Und dann sind so 2 Menschen vor uns, oder die sehen aus wie Menschen, aber die haben auf der Brust, wo das Herz ist, so ein Pelz, was komplett aus Äther besteht. Und also für die, die das nicht wissen, Äther ist eine Plasmasubstanz, die allerschaffend ist, die überhaupt diese Materie überhaupt hier zusammenhält, die alles speichern kann. Quasi 1 Gramm davon könnte, wenn diese
Substanz wollte ein neues Universum erschaffen. Mhm. Und diese Wesen oder diese Menschen, die stellen sich, setzen sich besser, genau wie ich gerade im Schneidersitz voreinander. Und die passen sich einfach nur beide gegenseitig synchron an die Brust. Und ich sag mal, deren Herzen, die vibrieren so ein bisschen wie Licht. Und Bruder, das klingt jetzt noch viel verrückter. Und wie gesagt, ich würde all das auch niemand anderen glauben, wenn ich das selbst nicht erlebt hätte. Es spawnt einfach aus der Luft eine Kuppel und da ist quasi ein Baby, was vielleicht ein, zwei Wochen oder so schon alt ist oder ein paar Wochen oder so schon quasi frisch geboren, wie Baby Yoda einfach, so eine Kuppel. Ich schwöre es dir, genau so. Und die haben so gesagt, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, irgendwie auf diesen Zyklus des Mann und Frau, dass wir, also klar können die sich alle gegenseitig dumm und dämlich klonen und so, aber sie bevorzugen es dennoch, sich miteinander zu mischen und zu paaren, weil das halt schon immer gang und gäbe war. Aber wer ist das? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich habe mich das auch all die Jahre gefragt, ich habe so viele Erinnerungen schon durchgekramt, das sind so Aliens, viele, das kann ich. Ich weiß bis heute nicht, wie sie heißt. Ich nenne sie einfach, weil im Film Matrix, Bruder, ähnelt sie von der Beschreibung einfach dem Orakel. Das sage ich dir, wie es ist. Bro, du verarsch mich doch, Digga. Ich schwöre auf deine Mutter, dass du mich nicht verarschst. Bruder, Leon, wenn du neben mir wärst, ich würde dir mit Körperkontakt, mit meiner gesamten Aura, mit meinem Aussehen dir klar machen, dass ich dich jetzt gerade nicht verarsche, dass ich das extra sage, weil ich will, dass Menschen genau das hören sollen. Ich bin in dem genau Thema, genau wie Gökçen. Diese Frau kennt mich, ich war bei ihr in ihrem Stream. Wir reden immer vom Herzen, weil unsere Herzen werden verschlossen, ohne dass wir das merken. Das sind Fakten. Da bin ich schon wieder hundertprozentig auf deiner Seite. Bro, du erzählst manchmal Sachen, wo ich mir denke, Bruder, der ist doch crazy und so. Und dann sagst du wieder Sachen, wo ich mir denke, ja, hat der recht. Aber warte mal kurz, ich will noch mal drauf eingehen. Was sind das für Wesen? Sind es Aliens? Sind die in der Realität? Sind Bruder, die guck mal, da, für mich, guck mal, diese, sind die hier auf der Erde? Ich persönlich, ich bin ein kleiner Butschi, ja? Ich habe hier und da schon einige Alien-Erfahrungen gemacht, aber ich kann mir keine Namen oder sowas merken. Manche reden davon, es seien Plejadier, die von anderen, von Plejadensystemen kommen, die aussehen, wie wir Menschen quasi deren Matrix schon durchgespielt haben und gerade in höheren Dimensionen chillen und quasi uns hier beobachten, was wir Menschen hier gerade alles machen und bla bla blub. Mhm. So ein Shit. Mhm. Und die sehen halt, wirkt, also Bruder, die Frau und der Mann, die hatten beide blonde Haare. Also wirklich, ohne das irgendwie sexuell zu meinen, sie sah wirklich so göttlich aus, das kann ich dir nicht in Worte fassen. Und auch als 100% hetero, der Typ, der sah aus wie ein geleckter Ken, mein Bruder. Aber Bruder, jetzt eine Sache, ne? Das ist jetzt Investigativjournalismus hier gerade. Du hast doch gesagt, die haben keine Haare gehabt, Bruder, vorhin. Nee, das sind ja jetzt andere Männer und Weibchen. Also diese Dame, die ich meinte, die hat mich in diesen Raum mitgeführt. Aber die in diesem Raum gewartet haben, waren diese Plejadier oder diese... Also es waren die andere. Die hatten übrigens blaue Anzüge. Blaue Anzüge? Ja, die hatten blaue, wir hatten rote. Bruder, jetzt, ich küsse doch dein Herz. Das hört sich an wie ein Film auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ja, Digga, deswegen gucken wir doch solche Filme wie Matrix und feiern das. Bruder, wenn du gerade meine Gestikulierung sehen könntest, du würdest mich so des Todes fühlen, glaube ich. Wie unsere Leben. Bro, Bruder, dein und mein Leben, alle unsere Leben sind wie Filme, Bruder. Ja. Und ich bin stolz, irgendwie diesen Film zu leben. Und ich bin mir sicher, der Typ, der in der Matrix mir zuguckt und wie ich dieses Leben hier durchspiele, der wird viele Ereignisse erlebt haben, weil, Bruder, hart auf hart, ich bin aus meinem Körper mal rausgegangen und habe sogar Materie mal von innen gesehen, wie leer diese ganze Welt eigentlich ist. Seitdem siehst du alles anders. Und ich bin mir sicher, der Typ, der wird das auch gesehen haben und denkt sich, boah, der Typ hat Matrix durchgespielt, Alter. Bruder, ich feier dich, Digga. Ich sag dir ehrlich, ich feier dich, Digga. Auch wenn ich zwischendurch denke, so, ey, der verarscht mich doch oder... Irgendwie. Komm nach Krefeld, wir rauchen ein, Bruder. Ich zeig dir, dass ich real bin und genauso es auch meine. Ich bin. Boah, Bruder, du kannst dir nicht vorstellen, wie real ich das meine, ne? Bruder, jeder, der mich kennt, denkt, dass ich. Ich rede auch privat so, ne? Ja, was sagen denn
Was sagen denn deine die Leute, denen du das erzählst dazu und deine Eltern? Guck mal, nach ein paar Jahren gibt es hier so ein paar Leute, die glauben mir, dass das eine oder andere, bei manchen Sachen sind die raus, weil die damit nichts zu tun haben. Aber ich habe auch wirklich mehrere, sogar mal ein Pärchen kennengelernt. Der Typ war selber sogar Dozent. Mal kennengelernt am Strand, also am See. Und Digga, die waren beide so baff von mir, weil ich bin mit solchen Themen aufgekommen, wie kosmologische Naturkonstante 10 und 120, das, dies, Bruder. Ich habe so viel ausgepackt, der Typ meint auch selber, willst du nicht mal selbst mal Dozent werden? Und ich schwöre es dir, ich hätte auch Bock drauf, einfach meinen eigenen Nährstoff zu pumpen. Krass, Digga. Also ich glaube, ich wäre ein guter Lehrer, Bruder. Also guck mal, du musst dir auch so vorstellen. Junge Leute, willst du auf Bruder, ich bin, catchen. Guck mal, ganz ehrlich, ich bin zwar ein Sonderling und so, aber ich wurde mein ganzes Leben auch getestet, Bruder. Ich habe so viel IQ-Tests schon hinter mir, nicht, dass ich damit jetzt irgendwie angeben will oder so, weil für mich, Bruder, wenn Gott einen IQ-Test machen würde, wäre die ganze Sache wieder anders, dann würde ich das ernst nehmen. Aber die sagen mir auch eigentlich, ich müsste hochintelligent sein, aber Bruder, ich chill mit Hauptschulabschluss, Bruder, ich bin am Kiffen wie ein Schwanz, Bruder. Warum? Aber das interessiert mich, Bruder. Seit wann? Boah, Bruder, es fing an mit 15 und 3 Monaten, Bruder, im März, Bruder. Ich habe am Anfang gedacht, Bruder, man stirbt davon, habe ich mal ein bisschen getastet. Ich habe die ersten 2-3 Monate nichts davon gespürt, dann habe ich ja erstmal für 1-2 Monate wieder aufgehört, so, und danach habe ich erst was gespürt, so. Und dann habe ich das auch erst geil gefunden, so. Meinst du, das hat einen Einfluss auf die Träume und so? Bruder, ich sag dir ehrlich, wenn ich nicht träume. Also guck mal, du musst dir so vorstellen, mein Traumverhalten ist eh extrem behindert. Weißt du was? Du weißt ja, was Déjà-vus sind. Mhm. Weißt du, was ein Dauer-Déjà-vuler ist? Nee. Ein Dauer-Déjà-vuler? Das sind Menschen, die jeden Tag... Erzähl. Das ist quasi, du hast jeden Tag Déjà-vus. Du denkst dir bei quasi jeder Sache, die passiert, alle paar Sekunden, ey, das habe ich doch erlebt. Oder du denkst dir gleich, ich habe das Gefühl, ich werde gleich was erleben, was ich schon erlebt habe. Ja. Yeah. Und davon habe ich so viele, dass ich auch mir wirklich mal jemanden geholt habe, eine Psychologin, eine Neurowissenschaftlerin. Und die meint auch selber, ich glaube dir und ich bin auch dankbar, dass du zu mir kommst, weil ich weiß, kaum einer wird dich dafür vollnehmen. Erst recht bei deinem Fall, weil, oder um dir das mal kurz nahezulegen. Ich habe mich mal wirklich gefragt, Bruder, werde ich langsam hier behindert oder was? Weil ich habe so viel Déjà-vus gehabt am Ende des Tages. Ich habe mal aufgezählt, welche Geräusche, welche Bilder, welche Menschen und all solche Details ich geträumt habe, woran ich mich erinnern kann. Auf jeden Fall, dass ich das geträumt habe und mir das auch nicht einbilde. Ich habe angefangen, das aufzuschreiben und als ich bei 50 angekommen bin, dachte ich mir, Bruder, ich bin gerade mal bei der Hälfte des Tages oder so. Wenn ich bei 100 bin, Bruder, dann bin ich ja schon, Sonderling. So ist es nicht, ne? Aber Bruder, ich will nicht der Typ sein, der jeden Tag 100 Dinge erlebt, der schon geträumt hat. Und das geht. Ich träume seit 6 Jahren, 7 Jahren jeden Tag Dinge, die ich erlebt habe. Ich habe schon quasi Matrix durchgespielt, bevor ich überhaupt dazu komme, das zu spielen. Deswegen meine ich ja, dass Bewusstsein so interessant ist, dass das vielleicht auch da einhergeht, dass ich schon als Kind an mein Unterbewusstsein so dermaßen geöffnet habe. Ich träume auch übrigens von Dingen, die in Parallelwelten passiert sind. Also so ist es nicht. Ich sehe auch nicht nur unbedingt die Sachen, die hier immer passieren. Hast du, Bruder, Frage mal ganz kurz, ne? Letzte mal, Frage, weil ich will auch nicht zu lange gestalten hier den Talk, Bro. Ihr dürft gerne so viel fragen, wie ihr wollt, Bruder, ich bin offen. Hast du hast ja gesagt, du warst bei Psychologen und so, ne? Bist du da selber hingegangen? Ja. Also hast du dich selber gefragt, ey, irgendwas stimmt nicht bei mir im Kopf, dies, das? Bist du dann selber da hingegangen? Ja, ich wollte halt einfach mal so wissen, was in meinem Gehirn da abgeht, so, aber sie meinte das halt schwer, dass sie halt keine Elektronen hat, um meinen Kopf unter Untersuchung zu stellen und mich testen kann und all solche Sachen. Aber sie meinte, dass das halt durchaus mal vorkommt, aber eigentlich eher bei Leuten, die deutlich älter sind. Also hast du keine Diagnose? Warst du nur so einmal beim Psychologen mäßig oder was? Ich war nur einmal, Bruder, ich brauche keine Diagnose. Bruder, hart auf hart, Alter. Ich habe von
Ich hatte sogar eine Bescheinigung, dass ich so zu einem, ich weiß gar nicht, wie der Fachmann dafür heißt, dass der mir so Elektronen ansetzt und so. Ich hatte so quasi schon Schein, dass ich da hingehen kann. Aber der war ja irgendwie nur einen Monat oder so gültig. Ich bin da gar nicht hingegangen, weil ich mir denke, Bro, die Frau hat mich genug aufgeklärt, so was soll ich jetzt noch da? Ich habe die Diagnose schon, was will er mir sagen? Ich weiß, dass ich mindestens an, oder ich habe das so oft schon gehabt. Ich habe das zwar jetzt nicht mehr heutzutage zum Glück mehr so heftig wie vor noch ein, zwei Jahren, aber... Aber es gab schon heftigere Zeiten damit, Bruder. Und es ist auf jeden Fall interessant. Es ist mir auch fast schon egal. Ich kann auf jeden Fall sagen, es fühlt sich geil an, so Erfahrungen zu machen, weil überleg mal, wie selten die Erfahrungen sind, die wir Menschen machen. Wir alle haben so viele Entscheidungen schon getroffen und wahrscheinlich sehr viele ähnliche. Aber ich glaube, in so einer Hinsicht, glaube ich, sind sehr viele da wieder raus. Das Ding ist, ich bin mir auch ziemlich sicher, einige in dem Chat haben bestimmt auch so krasse Stories. Ja, ja, es gibt hier definitiv einige Leute, die sagen, ja, Mann, ich habe das auch erlebt, das ist mega und so, dies, das, bla, bla, bla. Gibt ein paar Leute, die sagen, einer sagt, der hat auch sein halbes Leben lang gekifft, bis er Kinder bekommen hat, dann hat der angefangen zu studieren und damit aufgehört, seitdem hat er keine Déjà-vus mehr. Und die Frage ist halt auch wirklich, die sich mir stellt, persönlich so, ob sowas halt auch einfach von der Psyche kommen kann, Digga. Was ja jetzt nicht heißt, dass es nicht echt ist oder dass es dich nicht auf irgendwas hinweisen soll, weil es ja auch irgendwo einen Grund hat, warum man diese Sachen gezeigt bekommt, so weißt du? Aber ich frag mich halt, ob das nicht also, irgendwie auch was mit der Psyche zu tun kann und ob deine Psyche diese Sachen nicht auch eventuell kreiert, so, und die sie dir wie echt vorkommen, also, mäßig, weißt du? Guck mal, selbst wenn sie das kreiert, dann heißt es ja nicht, dass es nicht echt ist. Nee, das meinte ich ja vorher. Das habe ich ja vorher gesagt. Es hat ja trotzdem einen Grund, warum man gewisse Sachen vielleicht sieht oder warum die Psyche etwas kreiert oder so. Weißt du, es hat ja trotzdem einen tieferen Sinn wahrscheinlich, warum man sowas sehen soll. Was mich jetzt halt interessieren würde ist, weil du kiffst ja jetzt schon auch voll lange und so, ne? Wenn du jetzt Beispiel einfach mal damit aufhören würdest, weil wir wissen alle, dass das auch definitiv einen Effekt auf dein Bewusstsein und auf deine Psyche hat, so weißt du? Was dann passieren würde? Ich habe schon mal aufgehört. Ich habe, also klar, also es kommt immer bei mir drauf an, weil auch selbst wenn ich kiffe, habe ich auch sonst übelst die heftigen Träume und das auch sehr intensiv. Mhm. Aber auch wenn ich aufhöre, da ist auf jeden Fall, da weiß ich, dass das eh kommt, natürlich, dass ich dann intensiver träume. Dann habe ich aber das so, guck mal, ich träume innerhalb einer Woche dann Sachen, die ich in den nächsten ein, zwei Jahren erlebt habe. So als wenn Zeit wirklich komplett irrelevant wäre und das gar keiner... Rolle spielt im Thema Verarbeitung unseres Gehirns, weil unser Unterbewusstsein verarbeitet nur 100.000 Mal mehr Gedanken und sämtliche Dinge, mehr Emotionen und so, als unser Bewusstsein. Natürlich kann unser Unterbewusstsein dann so viele Dinge scannen, die in der Vergangenheit passiert sind, um die Zukunft quasi wie eine menschliche KI vorherzusagen oder dir zu zeigen, sag ich mal. Crazy, Bro. Crazy. Ich stelle auch nur Fragen, Bruder Herz, ne? Weil ich selber persönlich habe jetzt in diese Astralrichtung oder... Ich will, dass du die kritischsten Fragen stellst, die es gibt. Ja, ja, ja. Ich merke, der Chat dreht durch, Bruder. Wir sind 437 Leute. Der eine sagt, Bruder, der hat voll die Psychose. Der andere sagt, Leon, halt deine Schnauze, der hat hundertprozentig recht. Und so ist das. Ich versuche halt neutral zu sein, Digga, weißt du? Ich versuche dich reden zu lassen. Guck mal, und zieh mir das erstmal so rein und nimm das mit, Bruder. Lass es in meinem Herzen wirken, so, weißt du? Ohne zu sagen, was... So, ich muss ja kein Statement dazu abgeben. Ich will nur so, was ich persönlich gerade fühle oder was ich mir denke, mit dir teilen, damit du Bescheid weißt, was ich dazu denke und dir dann Fragen stellen, so mäßig, weißt du? Crazy. Guck mal, crazy, um das mal hier flash so, mich, Bruder. Um das mal so ein... Ich wusste, dass ich dich flashen würde. Deswegen habe ich mir auch geschrieben, schon vor irgendwie ein paar Wochen mal so im Chat, so, yo, ich bin eine Videoidee, vertrau mir. Ah, warst du das mit Videoidee? Krass. Ja, ja, das war der Bra, Bruder. Krass, Digga. Bro. Und Bruder, du hast gerade gesprengt hier, Digga. Ich sag dir, wie es ist. Willst du noch irgendwas loswerden, Digi? Guck mal, ich habe auf jeden Fall, mein Bruder, befasst euch mit Bewusstsein. Ich habe angefangen mit mit Astralreisentechniken mir selbst beizubringen und über die Jahre die so zu verfeinern, dass ich Dinge erlebt habe, die mein tiefstes Ego widerspiegeln, mein höchstes Selbst, dass es mir vorkommt, als wenn ich mit Gott höchstpersönlich gesprochen hätte oder was auch immer.
unser Bewusstsein ist mit so vielen anderen eigentlich verbunden. Du kannst gar nicht dir selbst entkommen. Du, ich, wir alle, wir sind quasi, wir alle nur zu unterschiedlichen Zeiten geboren, mehr nicht. Und deswegen sollte man mit jedem mit ein bisschen Glauben entgegenkommen, weil das bist immerhin du selber. Boom. Heftig, Digga. Heftig, was der sagt, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Du bist ein krasser Typ, Digga. Manche Sätze, die haust du so raus ehrlich, und das ist die Wahrheit einfach. Ich weiß das. Bruder, ich bin ein Typ, ich muss eigentlich YouTube machen, Twitch und das. Ich bin genau so ein Bra, Bruder, ich... Boah. Bruder, lass regelmäßig Talks machen, ich küsse dein Herz. Bruder, ich würde jederzeit anfangen. Ich habe zwar hier nur so einen billigen 200-Laptop, aber ich würde alles machen, um aus dieser billigen Matrix zu entkommen, Bruder. UPS knechten lassen, gar was machst du genau? Nochmal kurz ein bisschen zu dir persönlich. Machst du UPS-Dingfahrer oder was? Nee, Pakete? Fahrer nicht, Bruder, hab keinen Lappen, Alter, aber... Ah, so einpacken, ich hab oder was? Im Lager, ja. Im Lager, ich hab die Pakete von A nach B gewichst, durchs ganze Lager, immer, glaub mal. Machst du immer noch? Also ist dein aktueller Job mäßig, oder was? Nee, ich bin da weggegangen, Bruder, das ist echt ein Schwanzladen. Guck mal, ich hab die Pakete nicht freiwillig weggewichst, teilweise wurde ich auch selbst mit 40, 50 Kilo Paketen beworfen, obwohl in meinem Arbeitsvertrag steht bis zu 30 Kilo und das geht bis zu 71, Bruder, wir wollen die ficken, Bruder, ich liebe Tamamatex. Weißt du, was ich brutal fühle, Digga, der geht voll deep rein im Bewusstsein und Gott und wir sind alle miteinander verbunden und da kommt dieser Straßenkenner wieder raus, Bruder, Herz, Habibi, Digga, ich küsse dein Herz. Du bist wie ich, Bruder, ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz, Bruder. Wir müssen Komm ins Café machen, Bruder. Wir machen aber Komm ins Café nach Krefeld, mein Bruder. Ich zeig dir die Stadt, Bruder. Krefeld did in man, Alter. Und los, Digga. Crackfield did in man, mein Bruder. Crackfield, Alter. Bro, heftig, Alter. Geiler Talk, ich schwör's dir. Geiler Talk. Was hast du denn, was hast du noch so Zukunft? Was planst du so? Was ist dein Weg, Digi? Was machst du mit Bruder, dem Business? Ganz du, ehrlich. Was treibst du mit deinem Leben? So, wo ich plane, Ich plane viele Sachen. Ich habe auch hier und da schon was angefangen, was quasi bereit liegt. Also ich habe, klein gesprochen, schon Gewerbe angemeldet für zwei Sachen, aber ich sehe da nicht wirklich so gerade den Grund anzufangen und auch nicht die Möglichkeit, weil ich jetzt gerade den Job ja gekündigt habe und habe gerade keine Patte. Und ehrlich gesagt, egal was man plant, Bruder, es kommt immer anders, als man denkt, Bruder. Gott ist der beste Planer. Wir haben alle Sachen erlebt, die wir eigentlich anders gedacht hätten. Ist so. Ja, ist so. Bewusstsein. Ich versuche auch nicht mehr so viel zu planen, sondern einfach im Moment zu sein. Versuchen jeden Tag mein Bestes zu geben, Digga, auf Gott zu hören. Und dann passieren die besten Dinge so. Weißt du? Auf jeden Fall. 100%. Chat, habt ihr noch Fragen? Ich guck mal, vielleicht hat der Chat noch ein, zwei Fragen, Digga, die wir noch stellen könnten. Macht schon Spaß mit dem Brege. Bruder, Jungs, Chat, Mädels, ganz ehrlich, ich kann euch etwas erzählen, Alter, ihr werdet euch einkacken. Bruder, erzähl wenn jetzt. Ihr wüsstet, jetzt was, hast du schon angekündigt, wenn jetzt ihr musst du es erzählen. Wenn ihr wüsstet, was verschieden, also generell, was Aliens für Technologie haben und die gar nicht so weit entfernt ist von uns. Guck mal, wie gesagt, ich habe ja alles, was ich schon erlebt habe, hätte ich jedem anderen niemals im Leben geglaubt. Deswegen finde ich es so ironisch, dass ich es selbst erlebt habe. Aber der Mond ist nicht das, was du denkst, mein Bruder. Oh shit. Oh shit. Der Mond ist ein mieses Raumschiff, mein Bruder. Ein mieses. Und das ist auch genau mein Spruch, Bruder. Ich habe damit jetzt schon locker ein Jahr lang, knapp ne, ein halbes Jahr lang so Leute abgefuckt, meine Mutter auch, Bruder. Die ich habe einfach meine Astralreise gehabt. Ich bin einfach aus meinem Körper raus. Der Mond schien. Ich dachte mir so, yo, ich gehe da jetzt einfach hin. Wer will mich aufhalten? Ich habe gerade keinen physischen Körper, ich mach das. Bruder, alleine jetzt schon, wie es anfängt, das klingt schon so verrückt, Bruder, das kann ich mir selbst kaum glauben, was soll ich machen? Ich bin so wirklich schon sehr nah am Mond und auf einmal, es ist so, als würde ich nicht weiterkommen, so als wenn ich so quasi stehen bleiben würde und als wenn so eine intelligente Geisterkuppel mich aufhalten würde. Und es ist so, als wenn diese Geisterkuppel irgendwie sich manifestiert hätte
um mit mir ein, ich sag mal, persönliches Gespräch zu führen. Wer, ja, diesen Dämon? Nee, nicht der Mond. Die Kuppel, die. Also ich glaube persönlich nicht eigentlich, dass eine Kuppel ist und dass wir auf einer flachen Erde und so leben. Ich denke eigentlich schon, dass wir so ganz normal leben halt, ne? Aber es ist halt nur dieser Traum, der mich dazu bringt. Ah, du meinst diese Firmament-mäßig, diese. Aha, okay. Muss nicht Firmament sein. Das kann ja auch einfach eine ganz normale Ionosphärenschicht sein, die halt für meinen Geist nicht wirklich durchlässig ist. Ah, okay. Also Bruder, wie in Matrix, Bruder, einfach die Partikel haben sich geformt. Ein Mensch ist vor mir gespawnt. Ich kann mich an kein Gesicht erinnern. Ein bisschen Bart, glaube ich, aber ansonsten ein roter Mantel, rote Hemd, rote Robe, ein bisschen beige. Aber sonst nichts. Er meinte nur, ich lass dich nur durch, weil du ein reines Herz hast. Mehr nicht. Bruder, jetzt fängt die Matrix erst an, mein Bruder. Ich bin auf einmal im Mond, auf einmal wie im Nichts. Und ich werde so zu einem Platz geleitet. Ich soll mich im Mond drin. Ja, ich soll mich, Bruder, ich, da ist, Bruder, wie ein, stell dir ein hochmodernes Star Wars Büro vor. Wirklich ein Büro, Muruk. Der sagt Muruk. Ja, voila. Ja, okay. Und die sagen so, ja, setz dich mal dahin so. Und ich guck die so mit voll offenen Augen an, weil, Bruder, du musst dir vorstellen, die ersten zwei Schritte, die ich schon gemacht habe, habe ich gemerkt, Bruder, es laufen an mir so viele verschiedene Wesen vorbei. Bruder, da war ein humanoider Elefant, da war eine Libelle oder ein so Insektenhumanoid, da waren so viele verschiedene, Bruder, das kann ich nicht aufzählen. Ich habe in der Zeit, der ich da war, da locker 90 verschiedene Rassen gesehen. Aber keine Ahnung, wie die alle heißen, Bruder, frag mich nicht, auf jeden Fall, ich erzähl mal weiter. Ich sitze an diesem Platz, Bruder, und ich guck mich so um. So, Bruder, um mich herum ist gefühlt halb Chaos, manche schreien rum, manche so. Ich verstehe kein Wort, Bruder. Ich denke mir so, wo bin ich hier? Was ist das, Bruder? Was geht hier ab, Alter? Auf einmal so kommt jemand, macht so den PC an, wo ich da vorsitze, oder den Bildschirm, und meint so, guck da mal hin. Und ich nehme so da die Tastatur und so und tue so, also keine Ahnung, es war so, als wenn ich wüsste, als was ich da tue. Und keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich habe da irgendwas getippt und habe dann so in dem Bildschirm auf einer Wiese, wo ich als Kind gespielt habe, mich selber gesehen und konnte dann mir selber, wie ich da als Kind gespielt habe, zusehen in verschiedenen Zeitformen. So als wenn der Mond ein Radio- und Senderempfänger wäre, der dreidimensional ist, der aber auch aus vierdimensionalen Welten empfangen kann. Was für mich quasi unmöglich ist, das zu erklären, das muss die Aliens fragen, mein Bruder. Und auf einmal konnte ich meinen Geist in die Realität, wo ich mir zugeguckt habe, reinhacken. Ich habe auf einmal die Perspektive aus meinem Geist gesehen. Ich war wieder geistförmig, so ich konnte wieder durch Dinge durchgehen und sehe, wie ich da auf dieser Scheißwiese wieder spiele, als irgendwie zwei-, dreijähriger Bengel, Alter. Und ich weiß nicht, ob ich mir genau die Realität ausgesucht habe, in der ich auch wirklich gespielt habe, oder ob das nur zufällige war, aber Bruder, ich konnte da auf einmal als Geist rumschweben. Es war wirklich, ich gucke auf den Bildschirm drauf und bin auf einmal mittendrin reingehackt. Ganz komisch zu erklären, ohne dass ich irgendwie hier wie Matrix so einen Stecker reinkriege. Nee. Und Bruder, es ist auch komisch, weil ich hatte auf dem Mond keinen Geistkörper. Ich hatte einen physischen Körper, eindeutig. Und es ist so, als wenn ich... Natürlich, der Film Matrix ist nur Fiktion, Kappa. Es ist so, als wenn ich den Körper, der da in diesem Gefäß liegt, da quasi gesteuert habe, der aber dann quasi auf dem Mond ist, und ich jetzt dann da mal ein bisschen Bewusstsein erlangt habe, diesen Körper zu steuern. Ich meine, ich bin ja auch schließlich, wie ihr alle auch, aus Äther in die tiefste Materie gefallen. Wir haben so viele Änderungen durchgemacht, die gelöscht wurden, bis wir überhaupt hier durchkommen. Bruder, jetzt zwei Fragen.
Woher wusstest, hau raus, mein Bruder. Woher wusstest du, dass es der Mond ist? Und wie haben die mit dir geredet? Bruder, ich küsse dein Herz. Wenn ich nachts schlafe und ich gucke raus, ich habe den Mond schon gesehen, der war voll, der war voll am Leuchten. Ich sehe den, ich fliege da als Geist hin, Modok, dann natürlich weiß ich, dass das der Mond ist. Ah, okay, also du bist so direkt hingeflogen auf den ganzen Weg, hast okay. Auf welche, wie haben die mit dir geredet, Bruder? Was für eine Sprache? Bruder, alle Deutsch. Alle ganz. Wie? Bruder, es ist einfach so, als jeder wenn... Jeder muss das tun, was er amazing also natürlich habe ich manche Rassen da nicht verstanden, so was die da gebrüllt haben und so, weil manche Geräusche sind auch verzerrt, natürlich so Traumbewusstsein, bla bla bla, man ist wieder hier. Und Bruder, auf jeden Fall, ich habe mit dieser Geisterkuppel habe ich gesprochen, ich habe mit... Und die haben Deutsch geredet, das hat Deutsch einfach geredet oder was? Ja, Digga, Bruder, das Universum ist so alt, Bruder, natürlich sprechen die Deutsch, Bruder, die Zellen, die uns ausmachen, die überhaupt unsere Töne von sich geben, die gehen weiter als nur das Hörbare. Überleg mal, Geräusche sind nur zweidimensional. Das heißt aber, also die können quasi, wenn es jetzt die Chinesen gewesen wäre, dann hätten die Chinesisch geredet, mäßig, meinst du gerade? Bruder, ich bin mir 1000%ig sicher, was die für Möglichkeiten haben. Du kannst ja... Ja, ich hab, Bro, also die Sachen, die ich schon mal gehört habe, ist, dass die eigentlich... Also die, ich habe mir auch mit ein paar Leuten also mich beschäftigt, die auch solche Sachen erlebt haben in die Richtung. Die haben gemeint, die haben nicht geredet, sondern so telepathiemäßig einfach. Dass du auf einmal wusstest, was die antworten, ohne dass die irgendwas sagen, mäßig. Ja, es ist so... Ja, Bruder, also als er mit mir geredet hat, also der Typ auf dem Mond, da habe ich da seinen Mund gesehen, da kann ich mich noch da erinnern, da hat er auf jeden Fall seine Lippen bewegt. Und wenn ich auch sonst zum Beispiel mit diesem Wesen geredet habe, als Kind zum Beispiel, da hat es den Mund bewegt. Aber ich kann auch sagen, in anderen Träumen hat sie den Mund nicht bewegt. Aber da war das auch dann eine... Also das war... auf jeden Fall eine höhere Welt, alleine weil ich umgeben bin von Äther. Krass, Digga. Okay. Also, Bruder, du musst dir, ich weiß nicht, du weißt du, was Äther ist? Kannst du dir das so ein bisschen wirklich vorstellen? Ja. Ich weiß, also ich kenne die Theorie dahinter auf jeden Fall. Hab mir dazu auch schon mal ein, zwei Videos reingezogen. Definitiv. Die sagen ja, manche Leute sagen, das ist Gott quasi, ne? Manche nennen es Äther, manche... Äther von nicht umgeben, Bruder. Bitte? Bruder, hart auf hart, Bruder, auch wenn wir in die tiefste Ebene von Materie gefallen sind, die wir wahrnehmen können, Bruder, Gott ist überall. Eine ist Personifikation alles. Davon. Ja, Bruder, von mir aus, die einzige, die, weißt du, wir Menschen, wir brauchen immer einen, den wir personifizieren können, quasi einen Menschen oder einen Gegenstand, ein etwas, was wir wahrnehmen können. Ja. Bruder, das findet quasi überall statt, so, ne? Also auch im leeren Raum um uns herum. Jetzt versuch mal, der ganzen Menschheit beizubringen, überhaupt ein Feingefühl zu entwickeln, überhaupt Äther wahrzunehmen. Ja, das oder ist, also es gibt immer mehr Leute, die anfangen, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was eigentlich Gott bedeutet und diese ganzen Sachen. Für mich war, also mir, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und dann immer auch tiefer reingegangen bin, so habe ich auch dann irgendwann für mich verstanden einfach. Und was heißt verstanden? Ich glaube, das kannst du mit dem Verstand auch gar nicht richtig greifen, aber dass alles miteinander verbunden ist und dass es alles eins ist eigentlich quasi so. Weißt du? Und ich glaube schon, dass es definitiv Menschen gibt, die anfangen, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen und das dann auch verstehen, dass es eigentlich keine Trennung gibt und dass alles miteinander auch zusammenhängt und verbunden ist, so, weißt du? So. Ja, deswegen habe ich doch eben gesagt, so, man sollte jedem Menschen irgendwie Glauben schenken, so, ob du den kennst oder nicht, weil das bist ja du. So, das musste ich auch erstmal nach Jahren checken, Bruder. Erst mit 15, 16 oder so habe ich das erst gerallt. Was heißt mit 15, 16? Also was heißt erst? Digga, Leute raffen das also, ihr Bruder, ganzes Leben lang nicht, weißt du, wie ich meine? So. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich bin zwar schon echter übelster Frühzünder, natürlich manchen sind auch übelster Spätzünder, aber für mich bin ich trotzdem so, wo ich mir denke, ah, Bruder, da hätte ich noch ein bisschen schneller... Also ich werde auf jeden Fall meinem Kind mit 3-4 Jahren schon beibringen, wie Astralreisen geht, Alter. Der Bra, der wird weiter als nur bis zum Mond kommen, Bruder. Bruder, bei Astralreisen weiß ich halt nicht. Ich bin da immer so ein bisschen schwierig, Bro. Also guck mal, schwierig. Ich kann dir aus meiner Erfahrung erzählen, dass wir eigentlich in einer Welt leben, wo eine andere Welt uns imitiert. Denn Schöpfung beruht auf imitiert.
Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du sagen willst, auf jeden Fall. Also, oder es ist schwer, ein bisschen zu erklären auch und ein bisschen, schadet auch ein bisschen gerade noch der Bubatz rein. Alter. Nein, alles gut. Ich würde sowieso jetzt an der Stelle mal einen kleinen Break machen, so. Es ist halt cool, krass, was du erzählt hast, so, weißt du, ich kann das auf jeden Fall nicht so direkt einfach so sagen, ja, hundertprozentig, der hat recht, der hat das erlebt und normal, so. Normal, Bruder, ich weiß, ich flash dich, du brauchst noch viel, um zu verarbeiten, Bruder. Verarbeiten, dies, das, Bruder, ich habe selber Sachen schon gesehen und wenn ich die Leuten erzähle, die glauben das auch, und es ist auch nicht, eigentlich auch vollkommen irrelevant, ob ich dir jetzt glaube oder nicht, Digga, du hast auf jeden Fall mal dein Stuff erzählt, so, und es gibt definitiv Millionen Meinungen dazu im Chat gerade, also jeder hat da seine Meinung dazu, ich würde das einfach so stehen lassen. Ich würde da gar nicht jetzt sagen, was ich dazu denke. Ich finde es auf jeden Fall crazy. Das war wie so ein Film halt so, ne? Und das Einzige, was ich mir denke oder was ich mich frage, wenn ich sowas höre, ist, ob das wirklich Realität ist oder ob das halt eine Projektion von deinem Geist oder von deinem Mind oder von deiner Psyche ist im Endeffekt, weißt du? Wenn Leute mir sowas erzählen, wenn die sowas erleben. Weil es passiert ja nicht im echten Leben. Das passiert ja dann in der Astralreise, also immer wenn man schläft quasi so. Und da frage ich mich dann halt, ob das wirklich echt ist. Weißt du? Ob das ja, wirklich Leon, echt warum, ist. Warum sehe ich dann ein Video so von zwei Leuten, die einen Traum erlebt haben, den ich auch ein paar Wochen vorher erlebt habe und auch zu, das ist zu crazy. Wirklich zu einer perfekten Zeit so. Bruder, ich habe auch mein Leben, mein Kopf schon zerbrochen. Bruder, diese Welt kannst du nicht verstehen, die kannst du nur fühlen. Ja, ist so. Ich ist mittlerweile, so. Bruder, ich habe auch einen Traum gehabt, der hat mir gezeigt, dass eigentlich jeder Traum eine Lüge sein kann. Also, selbst jedes Leben kann eine Lüge sein, wenn du so reingehst. Weißt du? Bruder, wer weiß, vielleicht, Alter, sind wir gar nicht hier. Sind wir irgendwo da in der Matrix am Schlafen, Alter? Die Frage ist halt. Wir sind Leon. Die Frage ist halt. Casey. Ja, so. Man muss halt. Es ist halt auch für den Verstand immer schwierig, solche Dinge zu greifen. Deswegen werden auch manche Leute verrückt, weil die versuchen, das mit ihrem Verstand zu greifen und die können es nicht hinbekommen. Und dann driften die ab, weißt du? Dann werden die verrückt, weil der Verstand das nicht richtig. Nee, ich rede nicht von dir, ich rede von Leute, es gibt ja Leute, die beschäftigen sich mit Themen, die beschäftigen sich mit Sachen und das die kommen damit nicht klar, weißt du? Was mir halt hilft zum Beispiel ist halt diese ganze spirituelle Geschichte, ne? Meditieren und so und zu verstehen, was wir eigentlich wirklich sind und dass du nicht alles mit deinem Verstand erklären musst, so. Dass du auch viele Sachen einfach loslassen musst, fühlen musst, hinnehmen musst, wie sie sind und dann macht es dich auch nicht crazy, weißt du? Oder ich habe mir generell schon so mit, ich glaube, 19, 20 oder so schon gesprochen, so, ne Mann, ich werde nie wieder versuchen, diese Welt zu verstehen. Yeah. Das würde nur ein Vollidiot machen. Es haben schon etliche Milliarden, Millionen von Menschen, anderen Wesen in diesem gesamten Universum versucht zu verstehen. Nee, das lassen wir mal. Ich bin mir sicher, auch andere Aliens oder so können Astralreisen und sonst was machen. Oder es ist, wir wissen gar nichts, Alter. Aber was ich noch erzählen wollte, guck mal, wenn ich ja hier so intelligent bin, wie ich so tue, warum würde ich dann, selbst wenn ich so, sag mal, große Reichweite Fan wäre, so ganze Zeit so eine Scheiße dann weitererzählen, wenn ich doch nur so ein Heuchler oder so wäre, weil Bruder, hart auf hart, es könnten auch irgendwelche Leute mit Anzügen so Man in Black mäßig vor meiner Haustür stehen, mich juckt das nicht, ob die mich abknallen, weil ich kann mein Leben lang sagen, Alter, ich habe mit Eiern gelebt. Oder jetzt, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, Digga. Weißt du, wie ich meine? So, keine Ahnung. Ich finde die crazy, ich finde die Geschichte crazy. Ich bin da so eher so auf den Domian-Vibe unterwegs. Weißt du, ich hole Leute rein, die erzählen mir ihre Geschichten, die erzählen mir ihre Sachen. Ich nehme das erstmal so hin. Ich muss ja jetzt nicht sagen, was stimmt, was nicht stimmt. Im Endeffekt hast du keinen Benefit davon. Also jetzt gerade hier bei mir. So, du hast nichts davon. Guck mal, ich habe ja auch mit diesem Verrücktheits, was du gerade eben angesprochen hast, ne? Mhm. Ich habe ja nicht nur umsonst, ich habe ja, wie gesagt, schon mit TikTok angefangen, so Leuten so gewisse Sachen beizubringen und auch halt immer gesagt, so, wie du damit umgehst und was du dabei denken solltest und wie das auf keinen Fall laufen sollte und gewisse Sachen, weil das Thema Bewusstsein oder Hypnose oder generell, es gibt so viele Sachen, Bruder, ich bin auch mal Satanist gewesen, Bruder, ich habe Leben so viele verschiedene Seiten kennengelernt, Bruder, ich bin straight aus der Matrix, ich bin straight aus der Hölle, Nein, Bruder, ohne sowas jetzt, Digga, jetzt mach den Vibe nicht kaputt hier, Digga, ich küsse dein Herz, Bro.
Nein, Bruder, ich bin, nein, Bruder. Bruder, mit dieser Satan-Hölle und so, da mache ich keinen Spaß, Bruder. Nicht dieser ekelhafte Typ, der Frösche quält. Nicht so einer. Ganz, ganz, ganz entspannt, nur so nicht anbeten oder so, sondern, weißt du, es gibt so unterschiedliche Arten von Satanisten. Ja, Bruder, lass weg, Digga, diese Thema. Sag ich dir ehrlich, diese Thema, okay, so, okay, das wird hier auf meinem Kanal auf jeden Fall nicht schön geredet, Bruder. So. Will ich auch gar nicht, Bruder. Nur Gott ist groß, Bruder. Und das sollte sich jeder merken, Bruder. Nur Gott hat mich da rausgeholt. So. Gut. Alhamdulillah, Bruder. Ich küsse dein Herz, Digga. Ich sag auch Alhamdulillah, Bruder. So. Obwohl ich nicht Muslim bin, kein Christ, kein gar nichts. Ich glaube an alles, genau wie du, Bruder. Ja, so. Ich küsse dein Herz, Digga. Bester Mann. Okay, Alter. Crazy Geschichte auf jeden Fall, Alter. Das war eine miese Recherche heute. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für deine Offenheit auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast, was so bei dir abgeht, weißt du? Mit Herz, mit crazy, Herz, Bro. Seele, auf Seele. Jeden Fall crazy, Digga. Ja, Mann, Alter. Ich würde sagen, du bist immer noch Teil der Community, Alter. Vielleicht kann man irgendwann mal wieder miteinander quatschen, auf jeden Fall. Sehr interessante Geschichte. Bruder. Und kümmere dich um deine mentale Gesundheit auf jeden Fall und auch, was du machen willst, Digga, weißt du, um das Matrix-Leben in Anführungszeichen, dass du, Bruder, da was Schönes draus machst. Mental muss ich ehrlich sagen, Bruder, ich bin, das klingt echt hart, das als 20-Jähriger zu sagen, ich bin echt am fast schon Höchstpunkt meiner Gefühle, Bruder. Ist klar, hier Job und das, dies, alles schwul, ne, aber okay, sagen die Scheiße, sagen, aber sagen wir, Bruder, mir geht's gut, Bruder. Ich habe mit 15, 16, 17, 18 ein so hasserfülltes Leben geführt, Bruder. Das kannst du dir nicht vorstellen, Bruder. Dieser Hass, der kam auch bestimmt nicht von mir. Mein Herz ist jetzt zum Glück rein, Bruder. Und deswegen, ich bin auf jeden Fall jetzt am Höchstpunkt. Mental geht's mir gut. Nur zukunftstechnisch kann ich ehrlich sagen, ich habe schon vieles überlegt. So, ob ich jetzt hier so Traumtherapeut werde oder in ähnliche Richtungen gehe, damit musst du auch nicht unbedingt ein krass gebildeter Typ sein. Hör auf dein Herz und zieh durch, Digga, und sei diszipliniert, Brudi, weißt du, wie ich meine? Dann wirst du alles erreichen können, weißt du doch selber. Am Ende des Tages. Ganz ehrlich, mein Ding, was perfekt für mich wäre, Bruder, was wirklich auch einer meiner Träume wäre, nicht nur Leute, also klar, coachen oder so, wäre auch übelst mein Ding. Aber auch einfach so YouTube, Bruder, weißt du, du setzt dich hin, du reactest, du bist mit deinem Chat am Start, du haust auch, ich würde auch mit Herzleute reinholen und denen ist eine Plattform bieten und sagen, ey, Jungs, so und so, erzählt mal. Ja. Und weißt du, Bruder, ich bin auch genau so ein Typ, ich will auch diese Welt kennenlernen auf eigene Art und Weise. Und das geht halt nur mal am besten, indem du Leute findest, die dich alleine erstmal schon mögen, weil dann weißt du, du hast Menschen, die schon direkt irgendwo mit dir auf einer Wellenlänge sind, die schon näher sind quasi, gefühlt leider manchmal schon als deine Familie. Ja, Digga, safe, hundertprozentig, Bro. Bruder, jetzt hast du bei dir im Chat, die dich jahrelang verfolgen? Bruder, da sind einige dabei. Ich habe heute auch wieder einen im Gym getroffen und so. Das ist wie eine Familie, wie eine kleine Familie, definitiv, Digga. Und deswegen, ich bin jetzt auch stolz drauf. Und das ist auch, das erfüllt mich auch extrem, weißt du? Und deswegen, dass jeder, der da Ambitionen hat, sollte das auch durchziehen. Also mir gibt, das ist meine Bestimmung. Ich weiß, ich merke, dass ich meine Bestimmung lebe im Endeffekt, so weißt du, und deswegen, das wünsche ich mir für jeden Menschen, egal welches, also welche Bestimmung das ist am Ende des Tages, so, ich wünsche mir das für alle. Bruder Herz, ich mache einen kurzen Cut jetzt, Digga, ich wünsche dir auf jeden Fall für dich und deine Zukunft nur das Beste, Bro, lass diese Satan-Filme weg, Mann, ich bin froh, dass du auf den positiven Weg gekommen bist, Bruder. Bin ich seit schon über 4 Jahren draußen, Bruder. Stark, ich habe mit 17, 18 habe ich miesen Cut gemacht, Bruder. Ich habe miesen Cut gemacht. Alles geändert, mit Kiffen aufgehört, das ist alles. Sehr gut, Bro. Ey, nur das Beste für dich, ne? Ich küsse dein Herz, Bro. Ich küsse eure Herzen, Bruder. Lasst euch meine Sachen nochmal durch den Kopf gehen. Macht eure eigene Meinung, vielleicht erlebt ihr eigene Sachen. Boom. Ich habe es auf jeden Fall mit Herz gemacht. Ich wünsche euch alle noch eine angenehme Nacht und träumt süß. Ich wünsche dir was, mein Bruder, Alter. Bis nächste Mal. Mit Herz, Bruder. Ciao. Peace. Bro. Miese Recherche, Digi. Das war eine miese Recherche. Ich verstehe auch hier im Chat, Bruder, ihr seid alle gerade drunter und drüber. Der eine sagt so, der andere sagt so. Alles schön und gut. Am Ende des Tages ist nicht meine Aufgabe, da ein Statement zu abzugeben. Das war ein Bra aus der Community. Bra, jetzt sage ich auch schon Bra. Das war ein Typ aus der Community, der ist hier reingekommen und hat erzählt, was er denkt und fühlt. So, na klar löst das was bei euch aus.
Aber ich bin Domian, Bro. Ich muss hier nicht. Ich bin Domian, Digga. Ich höre zu. Ich stelle Fragen. Nicht mehr und nicht weniger. Verstehst du? So, auf süß. Und dass es spannend war, Digga, das zeigen die Zahlen. Also, Zuschauer sind in die durch die Decke geschossen, so. Also könnt ihr so viel Müll auch reinschreiben. Was ich nicht will, ist so respektlosen Scheiß auch von euch zu lesen. Das finde ich immer schade. Aber ich weiß, dass es für euch alle spannend war. Auch die Leute, die gesagt haben, ich gehe jetzt, sind immer noch da. Also ihr konntet auch nicht abschalten, ja? Es war interessant, es war spannend und mehr muss man dazu nicht sagen. Ich lade es safe auf YouTube hoch, Bro. Die Kommentare werden da zerstört sein. Jeder wird sich seine Meinung bilden und ich nicht. Ich bilde mir keine Meinung, Digga. So, bringt sowieso nichts. Niemandem. Und deswegen, peace out. Eure Meinungen unten in die Kommentare rein. Ich halte mich da raus.